Moin Leute, heute vielleicht für euch im Test hier die neuen The King oder die, besser gesagt, Konkurrenz zum The King. So soll es ja heißen, ne, Freunde. Wir haben hier die Bröckhoff Dynamite Böller, 5 Stück in der Packung, Freunde, sind auf jeden Fall steinhart. Design gefällt mir ziemlich cool. Ich hole jetzt hier mal zum Vergleich die The King her. Sind auf jeden Fall alle beide in der gleichen Größe. Ja, was die Dynamitböller drauf haben, das werden wir natürlich gleich sehen. Die haben eine Gesamt-NEM von 12,45 Gramm. Die The King haben hier in der Konkurrenz eine Gesamt-NEM von 30 Gramm. Ist auf jeden Fall Weltenunterschied, würde ich jetzt sagen. Aber heute soll es hier um die Dynamitböller gehen, wie gesagt, 5 Stück in der Packung. Design finde ich eigentlich ziemlich ansprechend und ziemlich cool gelungen. Habe ich mir Pyroland mitgenommen, haben 3 Euro gekostet. Und ja, wenn der Knall jetzt noch stimmt und der relativ gut ist, dann könnte man das ja als Low-Budget The King sehen hier. Habe ich jetzt auch im Titel drin, Klammer auf, Klammer zu, Low-Budget. The King. Ich bin mal echt gespannt, was sie drauf haben, Freunde. Und ja, vielleicht ist es wie gesagt doch eine Konkurrenz zum The King oder man kann es halt als günstige Alternative zum The King nutzen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich draußen, wenn wir die Bröckhoff Dynamite für euch testen. Ich wünsche euch viel Spaß. Dynamit Burger, Freunde, von Bröckhoff. Einmal im Stehen, einmal im Liegen und dann im Stehen für euch. Ja, gehen klar, ich würde sagen, so wie ein guter D-Böller. Nach 16 Uhr. Ist so. Von daher ist alles legal hier. Geh an. Jetzt Dynamitböller von Bröckhoff im Werfen. Den Zustand. Ja, ist okay, oder? Ist okay. Wie haben die gekostet? 2,50. Geht doch. Ist okay, 5 Stück.